Er packte das Leben dort, wo er es zu fassen bekam. Roger Willemsen. Egal ob als Publizist, Moderator oder Reiseschriftsteller, Willemsen wollte über alle Grenzen weit hinaus. Für sein Buch »Die Enden der Welt« bereiste er 5 Kontinente und dachte über den Verlust der eigenen Identität nach. In Bangkok Noir ließ er sich monatelang mit einem Fotografen durch die Nächte Bangkoks treiben. Eine Liebeserklärung an eine Stadt, die, wie er, keine Ruhe kennt. Willemsen, ein Poet auf Reisen, der stets die kulturelle Verständigung sucht. In Afghanistan setzte er sich für Frauen- und Kinderrechte ein. Ich wollte so gerne dieser militärischen Perspektive, die wir haben, auf das Land etwas entgegensetzen. Und es gibt nichts Besseres, als die Wirklichkeit dieses Landes zu entziffern in den Augen von Kindern. 1955 wird Willemsen bei Bonn geboren. Sein Vater stirbt früh, seiner Mutter, einer Schneiderin, liest er Weltliteratur vor. Es folgen lange Haare und Rebellion. Als Jugendlicher wird er in Paris verhaftet, weil er eine Schallplatte klauen will. Später studiert er in Florenz, Bonn, München und Wien Kunstgeschichte, Germanistik und Philosophie. 1988 geht er nach London und berichtet für Zeitungen und Rundfunksender. 1991 startet er seine Fernsehkarriere bei Premiere. Bei der Sendung 0137 wird er zum Star-Interviewer. Das ZDF wirbt ihn 1994 ab und gibt ihm mit Willemsens Woche eine Sendung, bei der er fragen kann, was er will und wen er möchte. Warum habe ich das Gefühl, als ob ich gerade mit meinem Psychiater rede? Tut mir leid, bin eben aus Europa. Willemsen, ein Medienprofi, ausgestattet mit Humor und Klugheit. Im deutschen Fernsehen sieht er sich selbst unter Artenschutz gestellt. Bei Kulturzeit wurde er zum gern gesehenen Welterklärer. Willemsens scharfsinniger Blick lässt scheinbar vertraute Phänomene in einem neuen Licht erscheinen. Für sein Buch »Das hohe Haus« verbrachte er ein Jahr lang auf der Zuschauertribüne des Deutschen Bundestages. Aus den persönlichen Beobachtungen des oftmals kargen Alltags der Demokratie machte er einen Bestseller. Es haben viele Leute den Mut zu leben, aber wenige das Leben zu erzählen. Diesen Satz von Jean-Luc Godard zitierte Willemsen einmal. Er selbst wurde seinem eigenen Leben gegenüber zum Erzähler. Das große Glück war, dass er uns alle an dieser Erzählung hat teilhaben lassen.